Und schön, dass ihr am Start seid aus München zu einer Premiere. Und zwar hat wieder jemand einen Burgerladen eröffnet, wer hätte es gedacht. Aber diesmal kein Rapper, kein Sänger, niemand weniger als der erste YouTuber, der sich in die Reihe der Gastronomen eingliedert, sage ich jetzt mal, ist der gute Laso. Und ja, er hat einen Burgerladen eröffnet. Für mich eine ganz spezielle Herzensangelegenheit, aber auch eine schwierige Mission. Noch mehr würde es mich schmerzen, als bei jedem anderen jetzt einen anderen YouTuber irgendwie da eine schlechte Bewertung reinzudrücken. Aber nichtsdestotrotz, das ist hier kein Kindergarten und wir sind dafür da, ehrlich zu sein, knallhart zu sein, fair zu sein, klar. Aber was das jetzt wird, werden wir sehen beim Burger. Wir sehen uns gleich bei Lasos Burger, dem guten Onkel Smash. Lass den Daumen umknallen für den Aufwand nach München. Riesige Tour am Start gehabt, Nachi. Also aus dem Auto raus geier ich schon mal. Da ist der Laden am Start. Also ich sage jetzt einfach meine Gefühle einmal. Ich habe mir das Video schon von dem guten Laso angeguckt. Ich habe darauf reacted bei Twitch. Habe da ein bisschen reingeschaut. Aber ich wusste jetzt nicht, ob der trotzdem wirklich einen Laden eröffnet oder ob ich nur zu dämlich war und irgendwas nicht gecheckt habe. Aber er hat wirklich einen Laden eröffnet. Die Message war auch eigentlich klar. Ich war einfach zu dumm, muss ich dazu sagen. Abgebildet aus den Erinnerungen aus Lasos Vergangenheit. Ich habe gerade schon gefragt, die Jungs, ne? Also der Laso macht das zusammen mit seinem Bruder, ne? Genau. Er möchte auch selber vor Ort hier noch sein und hier ein bisschen tätig sein. Das wird in naher Zukunft, denke ich, auch noch vorkommen. Entspannt, entspannt. Das sieht man ihn auch hier öfter. Aber für uns ist erstmal wichtig, was habt ihr zu bieten heute, Jungs? Was erwartet uns bei euch? Momentan schlichte Burger, einfache Burger. Mhm. Haben wir da kommen in naher Zukunft noch ganz andere. Wir wollen ja Erkennungsmerkmal haben. Die sind schon dabei, ein paar speziellen Soßen noch zu arbeiten. Okay, ja. Okay. Was könnte man denn sagen? Macht euch so, hebt euch so ein bisschen ab von den anderen Läden, dass ihr sagt, so, das machen wir anders. Der große Bruder von Laso, also der Barco, der ist ja schon sehr hinterher, dass er das Fox Fleisch achtet. Der achtet auch darauf, dass 100% heller ist. Ich bin da selber mehrmals erzeugt gewesen, dass er das Fleisch schon mehrmals zurückgeschickt hat. Ja? Ich möchte das nicht. Und was es hier noch sehr besonders macht, ist seine hauseigene Soße. Er hat wirklich 3 Monate an der Soße rumprobiert. Der ist ja schon seit 1,5 Monaten an der nächsten Soße schon dran. Die wird in der Zukunft rauskommen. Aber da möchte ich mal nicht groß rausreden, das sollten die selber sagen. Ja, wir probieren mal selber. Der Chicken Burger, den bestellt ihr. Also ihr mariniert das jetzt nicht selber hier vor Ort. Der Chicken Burger ist der einzige, einer der wenigen Burger und der Falafel Burger, den wir selber machen. Okay. Alle anderen Burger machen wir selber. Wir haben ja Fleischwolf auch selber. Ja. Ach ja, haut es selber durch das Fleischwolf sogar. Okay, dann werden wir so machen. Wir werden 2 Burger bestellen. Als erstes werden wir den Chili Cheese bestellen. Jetzt darf ich fragen, schmeckt es gut? Euch schmeckt es gut? Habt ihr Burger auch schon probiert? Ja. Ja. Also nicht unfassbar gut, aber das kann man essen. Ne? Okay, okay. Und von euch so, könnt ihr das bestätigen oder ist vernünftig? Ja, vernünftig ist ein passendes. Vernünftig. Wenn, 1 bis 10, wenn ihr jetzt abgeben müsstet? Ich sag 7. Okay, ich hoffe, das kommt mal jetzt hören auf mein Dings. Danke, Jungs. Ne? Lasst euch schmecken. Wir werden jetzt den Chili Cheeseburger bei mir testen. Erste Runde, dann kriegt ihr natürlich auch noch die professionelle Bewertung von mir. UFC, bist du bei UFC? Nee, ich mach selber Kickboxen seit 10 Jahren. Ah. Also mit dir ist nicht, wenn man Stress macht, nicht zu Spaß, ne? Das mir ruhig. Ach so. Komisch eingespeichert, ignoriert. Ja, hallo? Moin, ja, der Holle hier. Hey, der Holle von YouTube, der wollen wir uns essen. Ja, genau. Mit wem spreche ich denn da gerade? Mit dem Bruder, großen Bruder von Laso. Ah, genau. Wir testen jetzt euren Burger hier. Ich wollte fragen, ob wir auch so 1, 2 Aufnahmen aus der Küche mitnehmen können. Kannst du machen, gerne. Oh, geil, Mann. Das freut mich. Ja, ich bin gespannt. Ich muss natürlich immer fair und ehrlich bewerten. Fair und ehrlich. Bewerte so, wie du sagst, also auf jeden Fall. Und deine Wünsche, was du willst, die sollen die einfach machen. Dann probier und sag die Wahrheit. Cool, okay. Da freue ich mich. Dank dir. Dann legen wir mal direkt los. Okay, super. Alles klar, mein Lieber. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao, ciao. Boah, der Kollege macht den Burger. Boah. Weißt du, was ich bei dir liebe? Du hast eine Hautfarbe zum Anbeißen. Ich schwör's ehrlich jetzt, ne? Lange nicht mehr so geile Farbe gesehen. Power hat der auch, der Typ bei dir. Also trainierst, ne? Ja, der smasht nur, ja. Würde ich dich jetzt besser kennen, hätte ich nur noch auf den Arsch gehauen. Aber ich glaube, das ist zu viel des Guten jetzt, ne? Wollte ich übertreiben. Runde 1 beginnt. Filme Geburt in Beat. Was hättest du gemacht? Hättest du jetzt verkackt bei dem?
Hättest du einen neuen gemacht? Hättest du gesagt, muss ich rauslöschen, die Aufnahme? Nee, bist du ehrlich. Ja, das ist ehrlich, ne? Ganz basic, finde ich aber geil, Leute. Finde ich geil. So, bitteschön. Ja, easy. Nimm mir mit. Danke, Jungs. Sehen wir uns gleich für Runde 2 nochmal. Natürlich, gerne. Ja. Nächstes Mal ich dann. Ja, okay, ja, gerne. So, Leute, hier ist echt full. Wir müssen draußen essen, weil drin zu laut ist. Draußen geht nicht, weil alles besetzt ist. Ganz basic, snacky Burger, aber geil. Ich mag dieses kleine, basic. Wie sagt man, Ahmed? Wie kann man sagen? Kleine, feine. Ja, ja, genau. Passt gut in die Hand. Fühlt sich so ein bisschen brötchenmäßig an. Ganz eigenen Charakter, muss ich sagen. Ob ich das auf die Kette kriege, euch das zu erklären. Also bezogen auf die Burger, und ich denke mal, damit ist eher der Standard-Smash gemeint. Bildet er so ein bisschen den Geschmack aus seiner Jugend ab. Das habe ich im Video rausgehört, also aus seinem Promo-Video für den Laden von dem Laso. Die Soße, ganz interessantes Ding. Also natürlich ein bisschen auf Chili getrimmt, ist nicht umsonst ein Chili-Cheeseburger, aber hat so ein bisschen Frischkäse-Vibes. Es gibt so einen Frischkäse, der auch scharf ist. Frischkäse habe ich letztens auch, wo ich mich ein bisschen im Burger reingefuchst habe, gesehen. Wird gerne mal ganz dünn als kleiner Geschmackskitzel auf dem Burger verwendet, unter den Burger-Kennern, die zu Hause gerne Selfmade-Burger machen. Die Soße, wirklich, wie wenn ihr am Feinkoststand seid, an irgendeinem Markt. Und da sind ja oft so, sag ich mal, Türken, die haben ihre ganzen Soßen, die Dips, Avocado-Dip und so weiter und so fort. Der eine Dip eben davon. Ah, genau das Ding hier. Finde ich geil, habe ich noch nicht so gehabt. Das ist ein guter kleiner Snack, ich sage es euch. Punkt, wo sich die Geister drüber streiten werden, oder wo sich die Meinungen scheiden werden, besser gesagt, ist das Bun so ein bisschen. Ihr müsst euch so vorstellen, dass sobald man drauf beißt, ist es etwas komprimiert. Nicht so dieses Fluffige, was wieder auseinander geht. In sich aber eine schöne Süße. Gewagte Wahl für einen Burger-Bun, sag ich mal so. Bringt halt so eine minimale Trockenheit mit sich. Ich finde es aber tragbar, ich finde es irgendwo auch trotzdem gut. Weiß aber selber noch nicht, was ich davon halten soll. Ich snack den auf. Burger 2 auf schnelle Welle und dann kriegt ihr auch eine Bewertung. Pommes, das Gewürz, erinnert mich an meine Jugend früher aus dem Freibad. Genau das gleiche Gewürz drauf gehabt. Hätte ich den Lasso gern gefragt, was er da benutzt hat. Habe ihn auch angeschrieben, hat aber die Nachricht nicht gesehen bei Instagram. Kennt das selber. Pommes, Gewürz, geil, aber hätte ein bisschen mehr durchgebacken werden müssen. Aber das ist ja eine leichte Stellschraube, die leicht zu verbessern ist. Gehen wir Runde 2. Wir nehmen gleich Runde 2, würde ich sagen. Und du machst uns den zweiten Burger, den normalen Smashburger. Da ist Ahmed auch gerade aufgefallen, ne? Wir haben zum Beispiel auch diese Brioche-Buns von Edeka. Was nun der Unterschied ist, so wie Ahmed sie macht, auf der Platte zum Beispiel, ne? Und schön anrösten, Butter, da sind sie tatsächlich um einiges besser, als wenn du sie im Toaster reinlässt. Dann gibt es halt diese gewisse Trockenheit, ne? Genau. Man kann zum Beispiel auch, es gibt ja diese Rollen, wo man quasi einbuttert und dann kann man die auch reinschicken. Das geht auch. Aber an sich, bei Smash, meiner Meinung nach, müssen die auf die Platte drauf. Also ich kenne ja, wie die bei dir performt haben. Du hast mir auch mal einen Burger gemacht, da war es wesentlich stärker so. Ne? Oder bei City Chicken. Da könnte man eine leichte Stellschraube drehen, um das Ganze, was ich eben meinte, beim ersten Burger so, noch ein bisschen auszubessern. Was hast du gerade noch beobachtet, Ahmed? Hab ich auch noch nicht gesehen, die Technik, dass die Jungs beim Smashen den Smasher quasi nochmal drehen. Hat das irgendwie einen Sinn? Wir machen immer nach rechts die Routine. Wegen rechts drehen den Milchsäuren wahrscheinlich, ne? Genau, nach rechts einfach. Den Uhrzeigersinn. Oh, die Düfte kommen hoch, Mann. Hier ist ordentlich Röstung im Raum. Röster oben, Holler hat Blut geleckt. Guck mal, was hier los ist, Leute. Oi, 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 oi. Da haben wir den guten Kollegen. Ahmed hat schön beobachtet beim Burger zubereiten. Ganz anders gesmashed. Das ist so viel, was anders laufen kann, wo du komplett anderen Burger bekommen kannst, obwohl du den gleichen bestellt hast. Wenn da einfach ein bisschen was an ein paar Stellschrauben gedreht wird, ein bisschen anders gesmashed wird, das bewegt Welten unter Umständen. Hat Ahmed auch schön wieder gesagt, erinnert an Burger Brother in Food Brother, genau. Bisschen. Besser gesmashed? Ich vermute tatsächlich. Wir haben in der Hektik das Salz vergessen. Kann mir nicht vorstellen, dass sie den so jetzt rausgeben. Es fehlt wirklich Wurms, gerade im Fleisch. Ich werde Ihnen das nochmal sagen, Jungs, und gebe dir nochmal eine Chance für den nächsten Dings, weil da ist so viel los gerade. Der Laden ist neu. Ich vermute einfach, da ist in der Hektik irgendwas schiefgelaufen. Und ich lasse mir eben nochmal einen neu zaubern. Darf ich dich ganz kurz stören nebenbei? Ja, bitte. Ich glaube tatsächlich, ihr habt bei dem Burger eine Hektik. Ihr seht ja, wie voll das hier ist, ne? Habt ihr, glaube ich, vergessen, das zu würzen, das Fleisch. Könnt ihr mir einfach nochmal einmachen? Ich will einfach nochmal einmal so den Burger essen, so wie ihr den zubereitet.
Okay, gerne. Genau. Wir warten sonst draußen und wenn du willst, kann einer uns den einfach rausbringen. Genau, perfekt. Geil, einfach. Genau, ein doppelt. Sehr, sehr gerne. Perfekt, danke dir. Okay. So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit hier. Nochmal zweite Runde, Achmed, ich übergib dir die Cam. Ist auch gleich schon dunkel, deshalb, yalla Rito. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Pfeffer drauf gemacht, aber mir fehlt immer noch das Salzfeeling. Ich muss einfach sagen und kann jetzt nicht anfangen, hier irgendwie einen Mist zu erzählen. Geht halt nicht. Da braucht man meine Videos auch nicht mehr gucken, wenn ich jetzt einfach irgendwas sage, weil es auch ein YouTuber ist. Also das hätte mich ganz besonders gefreut, wäre ich jetzt durchgedreht vom Geschmack, aber es fehlt Wumms. Der Stelle war jetzt ein bisschen mehr Salz, da hat es noch mehr gebockt. Ich vermute, dass sie halt auch die Schiene fahren. Gute Fleischquali, wir wollen, dass die Leute schmecken. Weil ich kann es immer wieder sagen, das ist für mich eine gute Taktik bei Gasstufenburger, beim Smashburger, der lebt eh von der Röstung. Gut, klar brauchst du auch den Fleischgeschmack durch gutes Fleisch, du kannst ja nicht irgendein Müllfleisch nehmen. Aber da zu bescheiden zu sein von der Würzung, hier fehlt mir der Moment, wo ich denke, boom, jetzt bin ich angekommen. Tomate ist mir auch ein bisschen zu dick da drauf. Ach, mir würde freuen, wenn du noch einmal ein Biss probieren würdest. Würdest du für mich machen? Es schmeckt wirklich vernünftig. Mhm. Es liegt nicht an den Sachen, die dafür verwendet werden. Mhm. Es liegt auch gar nicht an der Machart vom Fleisch. Es liegt wirklich an der Würzung, an der Zubereitung des Buns und vielleicht von ein, zwei Komponenten von Gemüse, die man halt eventuell weglassen oder dünner oder weniger oder da ein bisschen mehr. Es sind wirklich, wie Holger sagt, Stellschrauben. Mhm. Fällt man da ein bisschen ran, ist es wirklich, glaube ich, ein guter Burger. Komplett. Also ja. Ich habe da echt nichts hinzuzufügen. Hat Achmed super gesagt, das sind ein paar Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Und denke, ich kann das... Bibel? Ich habe gemerkt, ist ein bisschen mehr drin, aber mir fehlt so dieses Moment, wo ich ankomme, wo so ein bisschen der richtige Wumms fehlt. Ich habe letztens auch so einen Burger bei Tim Melzer. Da war auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, die setzen auf Quali, die wollen ein bisschen zeigen Fleisch. Aber dann braucht man, finde ich, beim Smash so ein bisschen den Wumms noch. Aber da hat mir der Chili Cheese besser gefallen, okay. Ehrlich. Aber wirklich kein schlechter Burger, ne? Also komplett Potenzial, aber mir fehlt der Wumms so, ne? So ein bisschen. Willst du so bewerten? 1-10? Mm. Ehrliche Meinung? Bewertung hätte ich gegeben bei dem Burger 6-4 wahrscheinlich. So eine 6-4. Beim anderen hätte ich eine 7 gegeben. Auch für euch schon mal als Feedback. Wir haben so ein paar Stellschrauben gesehen, einfach Achmed und ich. Wie zum Beispiel die Buns, die kennen wir. Die sind eigentlich geil. Auch wenn sie gekauft sind, ist aber jetzt nicht so schlimm. Aber die haben wir auch selber schon zubereitet. So ein bisschen anders. Und da kamen sie uns ein bisschen geiler vor. So, ne? Ehrliche Meinung, ist immer gut für uns. Immer Kritik, Feedback ist immer perfekt. Ja. Da können wir daran arbeiten. Genau. Aber alles gut, ich komme gleich ja noch mal rein. Ne? Wir sind neu hier. Da brummt der Bär, da ist so viel los. Die wissen nicht, wo hinten und vorne ist. Ich denke, das kann auf Dauer hier ein richtig stabiles Ding werden und wo wirklich Potenzial drin ist. Ich will euch unbedingt ans Herz legen, das Ding zu testen. Die werden nach und nach besser werden. Unbedingt, unbedingt testen. So, gerade den Chili Cheese kann ich mir vorstellen, dass viele den sehr, sehr feiern werden. Kuss geht raus. Ich hoffe, keiner ist enttäuscht. Nur Liebe für die Jungs. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Lasst den Daumen oben knallen. Ich hoffe, ihr feiert quasi meine Ehrlichkeit irgendwo. Und lasst einen Kommentar da, was ihr davon haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video.